Bruds, willkommen zurück zu Splatoon Hide & Seek. Heute mal auf trockenem Start mit Jake und Mario. Guten Tag. Hallo. Und das Ganze natürlich heute als großes Finale, denn das hier ist die letzte Folge von Splatoon Hide & Seek, bevor es dann aber pünktlich zum Release mit Splatoon 2 Hide & Seek weitergeht. Nicht vergessen. Splatoon 2! Ja. Wir müssen einen Hype ausnutzen. Ich glaube, du hast die Splatoon 2-Pose gemacht. Ach, du meinst den der? Achso, ja gut. Ja. Den mach ich. Splatoon 2! Splatoon! Ich mach's eigentlich nur, wenn ich irgendwie einen VIP bekomme oder so, aber egal. So, wir fangen an. Ja, wir kennen die Regeln, guckt in die Beschreibung, dann seid ihr sofort wieder informiert, was die Regeln anbelangt. Hat sich nämlich nichts geändert, genau. Wir spielen Revierkampf. Ein Seeker, zwei Hider und ich bin der Seeker. Oh. Yes, komm Jake, das schaffen wir. Und muss sofort gucken, dass ich die Waffel wechsle. Die leckere Waffel. Bücken, aber das sieht gut aus. Ja, wollte ich nochmal geguckt haben. Wunderbar. Mhm. Perfekt, bin ausgerüstet. Okay, ich gucke gerade, was ich nutzen könnte. Ich könnte den Kletzer benutzen. Der nutze ich, ja. Okay. Das könntest du tun. Machen wir so. Lass knacken. Was willst du tun? Was ist das für ein Lied? Was ist das für ein Lied? Lauf. Was das für ein Lied war? Ja. Das ist dieses echte Gangster-Ding. Was willst du tun? Ach so, okay. Ich hab schon mal irgendwie einen geklauten Schokoriegel gegessen. Was willst du tun? Okay. So, ihr wisst, ihr habt 20 Sekunden Zeit. Ja. Ich würde sagen, ich lasse euch mal so ein bisschen hier rumlaufen. Ich hoffe, es ist von der Audio auch alles perfekt und ihr seid nicht zu leise. Das kann man bei diesem Spiel halt nie wissen. So, okay. Darf ich jetzt anfangen? Ich habe mich ein bisschen mehr Zeit gelassen, weil ich bin das sowieso. Ja. Übrigens ist ein Best of Three, das heißt, wer zuerst 3 Punkte hat, ist der Sieger. Frage? Sieht fair aus. Ja. Jo. Okay. Bin ich natürlich mal gespannt. Wo unsere Verstecke sind. Ja. Wir können auch heute so ein bisschen über das Ganze reden, warum es vorbeigeht. Ich meine, ihr habt gesehen, wir waren extrem unregelmäßig, was das Ganze angeht. Ich hatte irgendwie, glaube ich, mal im Februar einen Hype bekommen, wieder Hide & Seek aufzunehmen und dann kam wieder gar nichts mehr. Ergo. Ja. Ihr merkt, wie konsequent wir in sowas waren. Wir waren konsequent in allem, aber nicht in Hide & Seek und. Ja, deswegen wird es bald wieder weitergehen mit Teil 2, mit Splatoon 2. Da wollen wir dann natürlich direkt zu Release gucken, dass wir euch die besten Splatoon Hide & Seek Gameplays bieten können. Ja. Gerade das wäre echt interessant, weil gerade so die neuen Maps und so, wo man sich halt null auskennt und dann nach Verstecken spielen, das könnte krass werden. Absolut. Das hat dem Teil nämlich hier so ein bisschen gefehlt. Das ist da jetzt vielleicht einer drauf gewesen. Da ist jemand! Fuck, warum hast du das gemerkt? Weil hab ich gesehen? Es hat vibriert, wegen dem Schadensding. Ja, ne? Ja, genau, das Gamepad vibriert, wenn Schaden gemacht wird. Wurde schon erwischt, oder? Ja, ich wurde schon erwischt. Okay. Jay kriegt das gar nicht mit, weil er gerade irgendwie auf Twitter grindet oder so. Ja, ganz genau. Ich hier mein Leben gerade so halb. Hier ist eigentlich die gesamte Area ist begehbar, ne? Man kann sich quasi gar nicht. Es gibt hier keine nicht passierbaren Dinge für dich, ne? Ja, das ist nicht richtig. Ja. Komm, Jake, die 25 Sekunden schaffst du. Denk mal, werden es sehen. Wird wahrscheinlich hochgerannt sein, da bin ich mir sehr sicher. Nein, er ist da! Komm schon, einfach nur noch wegrennen! Hast du ein Schutzschild aktiviert? Ja, ich hab ihn aktiviert, aber oh Gott, das wird knapp, scheiße, ich komme nicht mehr raus! Und bei! Oh, verdammt! Sekunden waren noch übrig! Oh. Ich glaube, wärst du nach oben gerannt, hätte das, glaube ich, so einen Impact gehabt. Ich glaube, er hätte dich gar nicht mehr bekommen. Aber es war knapp. Ja, Mann. Das war ein Punkt gönnen wir dir, geil. Dankeschön. Und Mario, du kannst auch gerne ein bisschen lauter werden. Ansonsten habe ich dich über. Ja? Ja. Okay, ja, ich werde gerne etwas lauter. Aber bitte, ohne dass da so eine Grille mitkommt.
Ich versuch's. Okay, danke schön. Mal sehen, ob's funktioniert. Mario Robotnik. Das ist echt so. So, gut. 1-0 steht's gerade hier. Ja. Yeah. 1-0. Ich glaube, ich habe in den Februar-Folgen richtig übertrieben das ganze Dankstelle. 1-0 für die Zika. Ja. So. Ja, ja, ja. Okay, Aruvana Center. Ja. Hm. Habt ihr übrigens gehört, dass es auch so Remakes zu Splatoon gibt? Also quasi wie bei Mario Kart, dass man Strecken remake in Splatoon 2? Oh, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Weil, ich glaube ja, also ich glaube auf jeden Fall die Türme, die gibt's ja, sind ja schon mal, glaube ich, irgendwo gezeigt worden, da diese großen Hochhäuser da. Moräntürme, glaube ich, ne? Ja, wie ist die so, genau. Glaub schon, ja, Moräntürme. Mit dieser, also mit diesen hohen Türmen unten in der Mitte wird's ganz flach und so, also es ist quasi, wenn man so möchte, eine Parabel, wenn man sich den Querschnitt der Map anschaut. Ja, das kann sein. Die soll wohl irgendwie geremaked worden sein. Und ich würde das so feiern, wenn man sogar die Maps aus dem ersten Teil noch mit reinem per, irgendwie, keine Ahnung, per nachträglich eingereichten DLC oder so. Das wäre ziemlich cool. Ja, cool. Aber was ich mir auch immer für 1 gewünscht hatte, war, dass man auch die Amiibo dann nutzt, dass man irgendwie noch so Mario-Outfits oder so hatte, aber... Ja, stimmt. Vielleicht macht man das ja in Teil 2. Und vor allem, ich wünsche mir so für den zweiten Teil einen Free-for-All-Modus. Immer noch. Ich habe das Gefühl, ich bin der Einzige, der sich sowas wünscht. Wisst ihr, wie ich meine? Dass man quasi auf speziellen Maps irgendwie... Das ist halt so wie bei, keine Ahnung, irgendwelchen anderen Shootern Free-for-All. So dort... Der hat mich gesehen. Ja. Weil, warum machst du denn auch so einen gelben Landstrich hin? Die Landstreicher. Ich wollte eigentlich das anders machen, aber das hat nicht funktioniert. Oh Gott! Meine Stimme killt mich gerade. Warte, du schaffst es. Ja, ich lenke ihn noch ab. Ich komme hinterher. Nee, aber wie bei normalen Shootern halt, dass man dort, ihr wisst, free for all, alle gegen alle und dann sich halt abschießen. Das ist halt noch so Style. Aber ich habe auch den Mitarbeiter bei Nintendo gefragt, als ich in Frankfurt war, so ob es auch neben dem Salmon Run andere neue Modi gibt. Und er meinte, ja, es wird welche geben. Wurde nicht sogar ein neuer vorgestellt vor ein paar Tagen? Gute Frage. Was machst du hier? Boah, gute Frage. Ich kann mich ganz dran erinnern, tatsächlich. Aber bestimmt wird es ja am Donnerstag vielleicht was man dazu hören. Das würde ich so feiern, ne? Also ich guck's mir an, die Direct, und ich werde sie, denke ich, auch mal streamen, aber oh mein Gott, ich war so gehypt drauf, wenn was? Wenn irgendwas Neues vorgestellt wird, ich glaube, ich mache ein Spiel mit den Marionette für Jay. Billiges Fettchen. Kommst nein, du nicht Mario! Egal, ich hab gut Zeit rausgeholt, Jake. Jetzt musst du noch 20 Sekunden. Diesmal schaffen wir es, oder? Ich gehe davon auch ja, aus. Ja, ich denke mal, das schaffen wir. Kann zwar Kai momentan nicht sehen, aber ich vermute mal nach der Minecraft-Loon-Logik. Oh, bitte, bitte, bitte. Hast du noch ein Schutzschild? Ja, hab ich noch, okay. Im Notfall. Dann haben wir es geschafft. Nein! Jetzt aktivieren. Nein, fuck, ich wusste, dass er da ist. Fuck, Alter. Ich hätte nicht mehr gedacht, dass er mich noch findet. Nicht schlecht. Scheiße. Hätten die doch mal ruhig Erdblöcke platziert, dann wüsste ich jetzt, dass der da wäre. 1-1. Da steht's, genau. 1-1 für beide. Ja. Oh. Richtig. Ja, aber ohne Witz, ich bin mal gespannt, was sie am Donnerstag zeigen. Wenn ihr Glück habt, erscheint der Part hier am Mittwoch. Das heißt, einen Tag vor der Direct. Das ist so der Plan, den ich hege. Mhm. Das noch über Nacht zu rennen und dann hochzuladen. Aber ganz ehrlich, ich würde es übertrieben feiern, wenn da auch... Also, ich meine, Salmon schön und gut. Der Modus ist cool, auch wenn der online nur temporär da ist und so. Wie ich gehört habe, also lokal soll der irgendwie immer da sein, der Modus. Dass man den immer spielen kann. Online genau. Nur zu bestimmten Zeiten. So Splatfest-mäßig, glaube ich. Ja. Event-mäßig halt. Und ich würde es halt feiern, wenn sie wirklich auch Modi vorstellen. Ich meine, die bekannten Rang-Kafu, die muss man ja nicht groß erwähnen. Also die werden wahrscheinlich erwähnt, aber die müssen jetzt nicht groß erwähnt werden, weil wir kennen die und wir wissen, was es ist. Aber natürlich will man natürlich auch da gucken, dass man für die neuen Splatoon-Ankömmlinge zeigt, hey, das ist Teamkampf und das ist Turmkommando und Operation Goldfisch und sowas. Mhm. Dass man sowas halt zeigt, das kann ich mir sehr gut vorstellen, aber
das dazu. Und ich hoffe wirklich so insgeheim, dass sie irgendwie dann noch so als Ankündigung so den Free-for-All oder so Team Deathmatch halt, so dass man halt zusammen versucht, wer die meisten Kills macht halt. Das sind alles so Moody, die habe ich mal so aus Langeweile in Splatoon eingeführt, weil ich mir dachte, hey komm, wie wär's denn, wenn man sowas in Splatoon umsetzt? Ein Team Deathmatch-Modus, wo es nicht um die Punkte geht oder um die Farbe, sondern um die Kills. Warum machen wir das nicht? Ich meine, auch wenn es von der reinen Sichtweise her ein Kindershooter ist, wird das Ding ja trotzdem bald competitive gespielt, oder nicht nur competitive, auch professionell gespielt werden. Und da würde es sich schon richtig anbieten, sowas zu machen, dass man halt so auf Kills jagt und so geht. Das wäre meine Meinung. Wie ist es bei euch? Was würdet ihr euch so an Moody wünschen? Ja, doch. Siehst du mich da jetzt ja, auch wie, ja, ganz doch. So viele in diesem Shooter-Mädchen kennen. Kommt ihr auf diese Seite? Was kommt ihr auf diese Seite? Mario! Nun! Was das noch? Da! Wahrscheinlich nicht, aber. Ja, das ist schon verschwendet. Yes. Ah. Du stirbst genauso weg wie dein Mikrofon. Nein! Noch lebe ich! Fuck, ich bin gestorben! Yes! Ich wollte abkürzen. Ich hab's gesehen. Komm schon, ich will das Schutzschild nochmal haben. Mit zwei Schutzschildern, wenn wir die gut abtimen, können wir genau 10 Sekunden überspringen. Ja. Das ist so gut wie gewonnen, Jake. Mal schauen. 30 Sekunden noch. Bin gerade so, perplex, dass angepisst. Dass du ja, nein, nicht das, aber ich habe irgendwie so den Gedanken, keine Ahnung, dass ich irgendwie, wenn ich schieße, höre, wenn jemand anders schießt, keine Ahnung, wie ich das erklären soll. Komm schon, Gamepad, vibriere! Vibriere! Ja, fuck, das war's. Sollte die Aufgabe vielleicht mal ein bisschen ernster nehmen. Eigentlich haben wir doch schon gewonnen, oder nicht? Es steht gerade 2-1. Best of 3? 2-1? Echt? Ich dachte, wir wollen bis 3 spielen. Achso, bis jemand 3? Ja. Achso, okay. Weil, das habe ich nicht gehört und du hast gesagt, das ist nur fair. Also Mario, ja, okay, dann nehmen, du hast machen wir das. Wir geben es, ja. Gut, dann haben wir jetzt Matchball. 2-1 für die Heider. Ja. 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 Wenn es übrigens so ist, dass mein Face immer dunkler wird, dass der Raum immer dunkler wird. Wir haben gerade kurz vor 22 Uhr und ihr wisst, Sonne geht Nacht unter. Nacht rein. Ja. Oh, das ist gut zum Verstecken, Jake. Das kriegen wir hin. Ja, wir werden sehen. Aber ihr dürft euch ja nicht an diesem Spawn verstecken, ne? Also ihr müsst halt schon runterspringen. Nein, genau. Wir müssen schon irgendwo hin, wo du uns erreichen kannst. Genau. Aber diesmal werde ich nicht mit euch gnädig sein. Ich werde jetzt diesmal richtig aggressiv vorgehen. Nicht groß palabern, direkt runter und ab dafür. Gucken. Ich werde direkt bei 40. Zack, runterspringen. Ja, aber jetzt mal ehrlich. Hier, eure Moody. Was würdet ihr euch wünschen soweit? Haut mal raus. Oh, Moody selber? Ja, so neue Moody, die halt in Splatoon 1 noch nicht vorgekommen sind, aber in Splatoon 2 vorkommen sollen. Also ich wünsche mir einen richtigen Hide-and-Seek-Modus, dass es den wirklich gibt als Modus. Mhm. Dann fände ich noch ein, das ist schwer an sich, finde ich, das herauszukriegen. Ich meine, ach, das ist doch nicht wahr. Du bist tot? Ja. Nun. Ich könnte dann wenigstens runterspringen. Mein Schutzschild hatte ich hier aber. Geil, du schaffst das. Ich weiß es nicht. Ich hätte mein Schutzschild aufladen sollen. Ich weiß es nicht, hier Blutsauger. In den 20 Sekunden. Und noch haben wir 2 Minuten Zeit. Ich denke mal, in diesem kleinen Abteil werde ich dich bestimmt finden. Und hops. Vorbei. Anders machen sie vielleicht, aber na egal. Es könnte sein, dass er irgendwo anders ist, dass er irgendwie da oben steht oder so. Oh, ich glaube, ich merke gerade, dass du nicht da bist, wo du stehen solltest. Bin mir nicht ganz sicher. Aber ansonsten, auf jeden Fall finde ich es gut, dass der jetzt auch diesen, na gut, weiß ich nicht, aber
dass dann einfach diesen Modus zum Zuschauen reingebracht haben. Ja, der Spectator-Modus, der ist auch gut. Also auch gerade, wenn ich irgendwie in einem Raum reinjoine zum Beispiel, dass man dort... Ja, ich glaube, ich bin... Out of muss map. Jetzt. Ja, das stimmt, dass man dann auch zur Warteüberbrückung ja. irgendwas sehen kann und nicht nur dieses Spiel spielen kann. Eine Minute noch. Ich musste runter, Jake. Ich glaube, ich war an einer Stelle, wo ich nicht hätte sein dürfen. Aber da habe ich ja gerade eben schon gesagt, Jungs, bitte. Ja, genau. Aber ich dachte trotz allem, dass das noch in Ordnung wäre, die Stelle. Und dann habe ich so gesehen, hä? Irgendwie sieht das so aus, als dürfte ich da nicht sein. So, als würde Kai dort nicht hinkommen. War noch fern. Weil ich fertig mit Bomben. Ich dachte halt, diese beiden, also alle Spiralen sind erreichbar. Spiralen? Ich meine, dass die erste Spirale nicht erreichbar ist. Ja, also grundsätzlich, alles das, wo halt der Spawn so abgeht, so ohne runterzuspringen oder ohne. Genau, das hatte ich halt von der Dings nicht gesehen, ob ich schon runtergehe. Genau. Ich dachte, die obere Plattform zum Runterspringen und dann habe ich so gesehen. Ja. Da ist noch eine Ebene, sag mal, kommt man da überhaupt hoch? Ja, oder das Ding nicht? Ist so, hier wo ich gerade stehe, da kommst du noch hoch, das heißt, hier könnte man sich sogar noch wo diese verstecken. Mhm. Aber bei allen anderen Ecken und Enden ist es halt unerreichbar. Aber! Eigentlich auch voll dumm. Ja, irgendwie schon. Also ich hoffe mal, dass es bei, wobei, es ist glaube ich jetzt mit uns zwei auch so, dass es dort unerreichbare Spawns gibt. Ich glaube auch diese Skatepark-Map. Falls ihr das nicht meine. Ja, aber vor allem diese drehenden Teile, dass man die nicht erreicht, so, weil dann irgendwie komisch. Ja, ist schon irgendwie komisch. Na gut, jedenfalls. Ja, Matchball für uns beide. Jo. 2 zu 2. Spannendes Finale. 2 zu 2. Für uns beide, ja. Gut. Und das Finale auf der Makrelenbrücke, das ist eine sehr große, ne? Da könnt ihr euch sehr gut verstecken. Besonders gespannt, wie es wird. Ja. Wäre das auf jeden Fall erstmal ein Schutzschild in 20 Sekunden schnell aufladen oder versuchen aufzuladen. Ach was. Ich vergesse das ständig. Ich laufe eigentlich. Und versteck mich direkt. Ich laufe einfach nur rum und lass Jack die ganze Arbeit machen. Genau! Ja, genau. Naja, aber jedenfalls. Wir sind gespannt drauf, was Nintendo uns in der Direct präsentiert, die am Donnerstag kommt. Ich hoffe, der Party kommt echt am Mittwoch. Das wäre nämlich echt geil. Aber. Ja, wir werden mal schauen. Bin sehr gespannt. Also nochmal hier zum Reminder, ich werde das Ganze streamen. Ab 15.30 Uhr werde ich erstmal so ein bisschen das Vorwort halten. Ich weiß nicht, Mario Jax, seid ihr irgendwie zeitlich irgendwie da? Habt ihr Zeit oder? Ich bin leider noch arbeiten um 16 Uhr leider. Und wie sieht's bei dir aus, Mario? Wann ist die nochmal? 16 Uhr Punkt fängt die an. Sollte ich schaffen. Ja, also. Oh! Ich hätte also vorgehabt, schon um 15.30 Uhr anzufangen, um das Vorwort zu halten und so. Deswegen, Ich hoffe, du versuchst dich gerade gut zu fliegen und nicht gut das auszunutzen. Naja. Weil ich komme gerade hier schlecht raus, habe ich so das Gefühl. Weil ich dich gerade nicht mehr sehen kann. Okay. Weil, ich glaube, ich habe dich gerade gesehen. Ich wollte gerade sagen. Irgendwas habe ich da hinten gesehen. Naja gut, 90 Sekunden habe ich für dich rausgeholt. Okay. Schaffen, Mario. Ich denke mal, der ist bestimmt ganz oben und Schild. Aber er ist nicht hier so schön. Ich denke, das schaffst du. Ja. Ja, ist ein bisschen blöd. Schade, dass ich da nicht kommen kann, aber ich gucke sie mir nach, auf jeden Fall. Ja. Aber ich denke auch, dass wir so ein paar Regeln umschreiben müssen für Splatoon 2. Damit auch gerade so die Teammates ein bisschen, auch die gerade die tot sind, dass die halt nicht in der Base schwimmen müssen, sondern dass sie auch irgendwie auch so mit helfen können, so als Ghosts oder so. Dass sie irgendwas machen, dass sie irgendwie ihre Sekundärbomben verwenden können, aber halt nicht mehr. Oh, Jake! Ach, noch bist du doch gut. Oh nein, nicht wirklich. Ihr werdet dich finden. Oh. Komm schon. Mich dann noch wieder verstecken kann, dann schaffst du das auch. 35 Sekunden noch. Spannendes Finale. Ich bin erst am Spawn. Nee, am Spawn bin ich. Und ich kann versichern, hier ist niemand anderes als ich. Das kann ich bestätigen. Genau. Gut, das sieht zwar bei mir keiner meiner Aufnahme, aber. Wenn du keine hast. Fuck it. Ha! 15 Sekunden noch.
Sturzschild anmachen. Komm schon! Komm schon! Ist schon angewiesen. Oh. 10, 9, 8. Aber das erspart so viel an überhaupt! 6. Das ist absolut geisteskrank! 4. Nein! 2. Nein! 1. Ja! Oh! Oh mein Gott! Das zählt nicht! Oh mein Gott! Das zählt nicht! Oh shit! Kann doch nicht sein, ey. Das war bestimmt schon, als ich mich nicht mehr bewegen konnte und an der Farbe noch gespritzt hat. Ja, ich kann genau. Das ganz genau. Ich hab die letzte Sekunde abgespritzt, Mann. Oh mein Gott, was für kranke... Am Anfang des Parts vor 2 Sekunden, jetzt ist am Ende fast in der letzten. Ich habe aber echt schlecht geschossen, muss ich sagen, ey. Wäre ich eine Sekunde später losgerannt. Aber ich dachte schon, er trifft mich jetzt schon, es hat schon vibriert. Ja, auf jeden Fall. Gut. Aber sehr spannende Runde. Sehr spannende Runde. Die kann man auf jeden Fall erst in den Upload schmeißen. Jungs, danke fürs Mitspielen erstmal. Gerne. Links zu den beiden Jungs ist in der Beschreibung. Sind in der Beschreibung. Und ja, 3-2 habe ich das gewonnen. Sehr knapp. Ich habe mich wirklich. Wir haben uns ein sehr, sehr, sehr ruhmreiches Battle geliefert. Ich dachte, wir schon, wir schaffen. Vor allem, ich habe wirklich so gedacht, hey, das ist so ein orangener Fleck, so, das könnte vielleicht. Schießen wir mal drauf. Zack. Wusstest du. Und weil Mario halt so am Spawn so geklüngelt war, dachte ich, okay, der ist irgendwie am Spawn, aber ich glaube, da hat Jakes, ja, ich habe dich extra versucht zu verarschen, damit wir Zeit rausbekommen. Ja, das hat ja auch am Anfang erstmal funktioniert. Da hat Jake mich erstmal so versichert, ich dachte so, okay, komm, der lootet ja sowieso nicht, deswegen wird da unten irgendwo die Loots hier abgehen. Ja, dann haben wir Jake muss anfangen zu lügen. Ja, wahrscheinlich. Ja, auf jeden Fall. Na gut, das war ein cooles Projekt, muss ich sagen. Es hat mir Spaß gemacht. Wir hatten auch hier und da mal wechselnde Gäste gehabt, von Krypticon bis hin zu Raki, bis hin zu Mario. Kevin war, glaube ich, auch mal dabei. Jake war oft dabei. Und ich habe auch mal mit Abonnenten gekämpft. War ein cooles Projekt. Danke auch für alle, die sich daran teilgenommen haben. Teilgenommen haben. Und ja. Wir sehen uns in Splatoon 2 Hide and Seek, wenn es den Modus nicht sogar offiziell schon gibt. Aber selbst wenn, würde ich ein neues Projekt darüber machen. Macht's gut. Haut rein und switch. Bye-bye. Tschüss.